Trainingsstart bei Hertha BSC. Doch wer Pierre-Michel Lasogga sehen wollte, der suchte vergeblich. Der Nationalspieler werde laut Coach Jos Luhukay am Dienstag ins Training einsteigen. Ja, Stand heute ist es ja so, dass Pierre morgen bei uns anfängt und wir werden morgen auch mit dem Mannschaft nochmal mit Pierre wieder das Training aufnehmen und ja, mehr kann ich natürlich nicht dazu sagen. Doch auch am Dienstag nichts zu sehen von Lasogga. Ein Magen-Darm-Infekt setzt den 22-Jährigen außer Gefecht. Urplötzlich. Die Bild-Zeitung meldet bereits Einigkeit zwischen beiden Vereinen. 8 Millionen Euro wollen die Hanseaten für Lasogga bezahlen. Selbst Luhukay ist sich einen Tag später nicht mehr sicher. Pierre Lasogga hat sich heute Morgen bei unserem Mannschaftsarzt abgemeldet, dass er krank ist, hat Magen-Darm-Probleme und ja, wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Wo wird Lasogga am Ende landen? Bei der Hertha oder beim HSV? So oder so, der Stürmer wäre für beide Vereine eine enorme Bereicherung bzw. ein enormer Verlust.